Willkommen Leute zur letzten Runde von Day of Billions in den friedlichen Tiefebenen. Wir zocken weiter, wir machen mal an. So, die letzten Vorbereitungen laufen, um uns quasi auf die letzte Welle vorzubereiten. Wir haben absolut null Kohle. Ich meine, das bringt nichts jetzt hier nochmal kurz zu einer Schwachsinn. Okay, wir haben hier überall Titans zu stehen. Wir können auch leider keine Thanatos mehr bauen, aber wir bauen immer noch gerade ein paar Sniperinos. Hier stehen auch noch nicht welche. Lass mal den einmal noch fertig werden. Sniper is ready. Machen wir mal hier noch ein paar hin. Jetzt können wir eigentlich wirklich nur noch warten, bis quasi die letzte Welle losbricht. Wir können noch... Wir haben echt kein Geld mehr, ey. Lol. Ja, die Sniper kosten auch richtig viel Kohle. Aber ich hätte jetzt gesagt, wir bauen noch einmal eine Stromversorgung. Und hauen dann vielleicht noch mal ein paar... Können wir das hier irgendwo mit reinquetschen? Noch ein paar Türme irgendwo hin. Oh, hier. Aber wir brauchen jetzt eh kein Holz mehr. Müssen jetzt halt nur noch ein bisschen warten, bis wir wieder ein bisschen mehr Kohle haben. Sniper is ready. Theoretisch könnten wir eventuell auch... ein paar Häuser hier mitten reinklatschen. Sniper is ready. Vielleicht kriegen wir es noch mal ein bisschen höher. So, da haben wir zwei. Mal hier oben noch mal welche hin. So, da sind zwei Titans, da sind auch zwei Titans, hier sind noch mehr als genug. Wir filmen hier noch ein paar Sniperinos. Und dann haben wir ihn hier oben noch. Aber ich sehe gerade, hier ist... Das ist mir hier zu wenig. Hier oben ist einer und hier ist gar keiner. Wenigstens, dass überall ein Titan ist. Nachher brechen die hier durch. Ist auch alle voll. Die sind noch nicht mal alle ausgebessert. Oh, hier können wir noch... Achso, wir kommen nicht ran, stimmt. So. Ein bisschen mehr Kohle haben wir noch bekommen. Schade, dass ich hier nichts mehr hinkriege, ey. Das nervt ein bisschen. Wir könnten hier noch einen hinbauen. Ich glaube, wir haben gerade nicht genug Kohle, ja. So, hier ist auch nur ein Vollstrecker, aber dafür zwei Titans. Hier sind zwei Vollstrecker. Ja, das müsste eigentlich reichen. Perfekt. Tell me. So, da steht jetzt auch einer. Perfekt. Ja, jetzt gilt es halt leider einfach nur noch zu warten. Ist ein bisschen langweilig, aber... Wir haben uns recht gut vorbereitet. Und ich vermute einfach mal, das sollte locker klappen. Es kann wie gesagt immer mal was schief gehen, aber... Sniper is ready. Sniperino. Naja, das bringt alles nichts.
echt schon, hier ist gut verteidigt. Hier finde ich noch ein bisschen, obwohl hier sind drei Dinger, okay. Noch einen kriegen wir hier nicht mehr hin, ne? Nee. Sniper is ready. Wo gehst du hin? Ach, hier oben, okay. Dann machen wir hier mal noch ein paar. So, Tag 91. Ich denke mal, es müsste bald passieren. Können wir vielleicht noch irgendwas verbessern? Blitzturm. Mehr Energieradius. Das war mal das. Was haben wir hier noch? Öl kriegen wir gar nicht mehr ran. Es sei denn, wir kaufen. Wir kriegen halt mehr Siegpunkte. Wie viel Gold können wir eigentlich lagern? 8000, okay. Dann. Eieiei. Das kostet, glaube ich, zu viel. Ölvorrat ist minus 10, das kriegen wir auch nicht hin. Alle Einheiten sind Veteran. Das könnten wir doch hinkriegen. Müssen wir nur noch 700 Gold abwarten. Kriegen halt ein paar mehr Siegpunkte. Ja, wie gesagt, also an sich die Map ist eigentlich recht cool. Man muss aber wirklich ziemlich viel Glück haben, nicht in der Nähe von diesen Dörfern zu spawnen quasi. Eigentlich ist das hier auch ein richtig geiler Platz. Drei Ölfelder. Da hätten wir uns ziemlich blöd einbunkern müssen. Ja, ansonsten, ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf die nächste Map. Gucken, ob wir die auch noch schaffen. Da geht's dann, glaube ich... Ich weiß nicht, ob das Gebirge kommt, glaube ich, zum Schluss. Und da ist es einfach ein ziemlich unfruchtbares Land. Das heißt, wir werden ziemliche Probleme haben mit der Nahrungsversorgung, würde ich jetzt mal vermuten. Na, mal gucken. Oh, das dauert ja ewig. Nee. Das ist ein bisschen schade, dass man die Geschwindigkeit nicht irgendwie noch irgendwie erhöhen könnte. So, Sniper ist ready. Machen wir hier noch ein paar hin. Von der East. Kommt immer noch eine Welle, ey. Das ist noch nicht mal die Endwelle quasi. Das ist ja ein bisschen kacke. Also könnten wir eigentlich gut sehen, ob das klappt, aber wir können hier ruhig nochmal die Leute hier rüber schicken. Is it tea time already? So, Gott, sind die langsam, ey. So, ich denke mal, die werden hier an beiden Stellen rankommen. Gucken wir mal. Denke mal nicht, dass die bis hier runterlaufen werden. So, da geht's schon los. Piu, piu. Sind alle auch schon aufgelevelt. Piu, piu. So, wir sind bis jetzt noch nicht an die Mauer rangekommen.
jetzt sind sie endlich dran. Eieieiei. Jetzt hört er gar nicht mehr auf. Bin doch fast durch. Okay, jetzt geht's langsamer. Aber wenn das bei der letzten Welle auch passiert und ich die Dinger hier noch verteile. Wir sind sogar durchgekommen, ey. Holy shit. Eieiei. Eieiei. Könnte dann doch etwas problematischer werden. Jolly good. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Wir müssen halt ziemlich schnell variabel switchen. Wobei das hier echt close am Hauptgebäude ist. Wenn die hier durchbrechen, dann war's das. Was hier halt cool ist, dass das so eng ist, dass die wirklich nicht so schnell durchbrechen können und hier genauso. Also hier habe ich ein recht gutes Gefühl. Naja, da müssen auch nicht zwei hin. Viel interessanter sind hier so eine Sachen, wo es so eng ist. Nicht so eng ist, wo es so weit offen ist quasi. Obwohl das hier eigentlich auch noch geht. So, hier ist einfach nur schade. Mal überlegen, ob wir den Steinbruch einfach wegmachen. Kann ich gar nicht bauen. Oh. Okay. So, hier kommen noch vereinzelt ein paar. Ich hoffe, die Mauer hier ist überall zu. So, für alle die sich auch immer wundern, warum ich nicht irgendwie eine doppelte Reihe Mauern mache, das lässt das Spiel auch nicht zu. Also ich kann hier maximal drei machen und das war's. Und dann quasi hier und dann war's das auch wieder und dann... So, also ist immer so im... Man kann die nicht doppelt lang ziehen quasi. Da muss man zwischendrin immer so eine Pause lassen. Also so ist auch noch okay. Denke ich mir. Wir können es nochmal versuchen, ob was halt so an den Stellen, wo ich mir denke, oh, da könnte es knifflig werden. So, hier ging es glaube ich nur wegen dem Tor. Weil das Tor dient quasi wie so eine Unterbrechung. So. Okay, da geht's gut. Okay, hier hat's auch gepasst, warum auch immer. Na, hier, das braucht nicht. Aber hier könnten wir noch gucken. So, was wir auch noch versuchen können ist... uns noch mal ein bisschen ausbauen. So, und dann machen wir hier noch einen hin. Und dann mache ich einfach noch ein paar mehr von diesen Drahtzäunen. Attention.
So. Jetzt haben wir den doch quasi erweckt. Alles klar, warum nicht? Wir haben kein Gold mehr. Nein. So, 97. Tag. Schockturm, ich glaube, da sind wir aber noch nicht dran, ne? Ne, der ist hier mittendrin. Gold kosten die. Hui. Ich glaube, dann mache ich erstmal noch die hier und versuche die dann wenigstens noch zu verbessern. Ja, jetzt hapert es wieder echt am Gold. Das ist auch noch eine gute Möglichkeit. Ach ja, apropos. Komme ich da noch durch? What? Okay. Wir haben doch hier noch einen Vorrat. So, kann ruhig weiterlaufen lassen. Das heißt, die kriegen alle immer schon Schaden, bevor die überhaupt zu meiner Base rankommen. Quatsch. So, dann machen wir weiter. Hier ist eigentlich schon gut. So, wieder kein Holz. Das kriegen wir aber hin. What do you want now? Finden wir vielleicht noch ein bisschen Gold. Da unten. Vielleicht können wir dann doch noch dieses eine entwickeln lassen. Einfach, dass alle Veteranen sind. Das würde eigentlich auch nochmal einen richtigen Boost geben. Das sieht doch gut aus. Hier haben wir noch ein bisschen. Das war, ich glaube hier, die Akademie, alle sind Veteranen, zack und go. What? Alles weg. So, hier ist nichts mehr gewesen. Ja, speichern mal, bevor hier die letzte Welle kommt. So, hier ist auch alles weg. You call that the plan? Nur sonst gibt es hier eigentlich nichts mehr zu machen. So, dann nehmen wir die Dinger noch und dann war's das. Zack, zack. Kannst du wieder zurückgehen? Ne, wo war ich denn? Hier oben, oder? Ja, hier. So. Tja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als hier noch ein paar Fallen hin. Zack. Sind nicht die besten Fallen, aber immerhin. Das slowt die ja trotzdem noch. Ich mach mal hier oben noch ein bisschen. Der hier unten ist okay.
Dann bin ich mal gespannt. Also am meisten Sorgen macht mir der hier. Muss ich leider so sagen. Deswegen wir auf jeden Fall mal hier noch ein paar Spikes hinmachen. Bum, 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 bum. Ja, wie gesagt, der wird hier nicht lange durchhalten, aber vielleicht nimmt er noch ein paar mit. So, Tag 100. Müsste eigentlich gleich losgehen. Du, 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 du. Sieht's denn aus? Forschung ist fast durch. Jetzt wird Holz doch noch mal wichtig hier ganz zum Schluss. Finished. Ich muss die nicht noch erst bauen, oder? Oh, doch, ich muss die noch bauen. Verdammt. Oh, 7000 Gold, das kriege ich nicht zusammen. 200 Holz ist kein Ding. Yikes. Also wir können auf jeden Fall noch ein bisschen Öl verkaufen. So, kein Öl mehr. Ich glaube, das wird nichts, du. Schade. Ich dussel. Ich meine, wenn wir noch bis Tag 105, 110, irgendwie dann geht's immer los. Ich habe hier leider nichts mehr zum Einsammeln. Ich habe vorhin schon durchgeguckt. Schade. Ich habe noch nicht die ganzen Spikes gebaut. Reporting for duty. Warte, wir können noch mal die... Ah, die sind schon abgebrochen. Alles gut. Shit. Auch machen könnte, sind glaube ich hier diese Fässer. Die könnten wir eigentlich auch. Ich weiß halt nicht, ob die auch getroffen werden oder ob die auch hier meine ganzen Spikes kaputt machen. Nee, lieber nicht. Ja, Doppelmauer ist schon geil. So. So, 4000 haben wir schon. Ich spare mal noch. Ich weiß nicht wieso, aber wir haben Öl bekommen. Und jetzt ist wieder weg. Okay. Der zieht die automatisch wieder runter. Okay, okay. So, 5000 gleich. Und Holz ist auch gleich wieder voll. Gold geht nach oben, jawohl, jawohl. Wir schaffen es, glaube ich, noch. Wir müssen unbedingt irgendwie Zeit. Jetzt haben wir volles Holz, perfekt. Tag 103. Es müsste eigentlich gleich losgehen, hoffentlich.
Und wir haben es fast geschafft. Na, los. So, was ich auch mal hoffe, ist, dass jetzt bald, deswegen zocke ich eigentlich überhaupt erstmal, um erstmal wieder ein bisschen reinzukommen, dass bald die. Oh Gott, das ist ein Gebäude. Oh, dein Ernst? Das kriege ich doch hier nirgendwo mehr hin. Oder muss man das hier irgendwie drüber bauen? 41. So ein Mist, ey. Wir haben kurz ein bisschen miese, aber das geht. Oh Gott. Coole Sache. Alles klar, es müsste eigentlich noch fertig werden und Dings haben wir auch gleich wieder. Aber null Arbeiter. So, und wenn das fertig ist, werden alle zu Veteranen. Das sollte auch nochmal einen richtigen Boost geben. Sehr interessant. Das müsste eigentlich noch fertig werden. Auf jeden Fall, wie gesagt, freue ich mich übelst auf die Singleplayer-Kampagne. Hab nur so ein bisschen die Hoffnung, also von Northgard war ich ziemlich enttäuscht, aber hier habe ich ein recht gutes Gefühl, dass sie das ordentlich hinkriegen. Bin ich mal gespannt. Gonna love it. You gonna love it. So, wie sieht's aus? Tag 104. Oh mein Gott, they are billions. Los, kommt schon. Ihr wollt mich doch hier einrennen, oder nicht? So, warte mal, wo könnten wir noch verstärken? Sollte eigentlich fein sein. So, und jetzt geht's gleich los. In dieser glorreichen Akademie bringen die berühmten Helden der Armee die Fertigkeiten bei und bilden sie zu mutigen und erfahrenen Veteranen aus. Ja, alle aufgestuft hier. Nice. Das ist heftig. Alles klar. Gleich noch 1000 Siegpunkte bekommen. Sehr gut, sehr gut. So, wie gesagt, jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als ein bisschen noch zu warten. Und wenn wir halt noch Cola übrig haben, dann verbessern wir jetzt die Sachen hier noch. Und dann war's das eigentlich. Und dann habe ich alles gemacht, was ich machen kann. Wie gesagt, man kann es immer auf jeden Fall noch besser spielen. Es gibt auch Leute, die bauen quasi die komplette Map voll und nehmen sich hier alle Ressourcen und haben dann übelst die Mega-Wall und alles. Aber ich mach's eher lieber immer so ein bisschen simpler. Weil es mir dann auch zu viel Micromanagement. Und wir gucken mal, ob es klappt oder eher nicht. So, wir könnten jetzt ja eigentlich noch verbessern, aber so viel Gold haben wir nie im Leben. So. Ja, es müsste eigentlich reichen. Also würde mich doch sehr wundern, wenn nicht. Good morning, Sir. Ich packe den mal weiter hier oben hin, für den Fall, dass die von hier her kommen. So, weil hier ist auch kein Turm.
so. Die Steine brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Sehr gut. Hier haben wir auch nochmal Türme. Das Ding hier, ey. Left, right, left, lol. So eine Drill-Akademie, Junge. So, jetzt kommt hier die letzte Welle. Ich hatte echt gedacht, es geht noch ein bisschen schneller. Aber eine neue Folge würde sich jetzt nicht lohnen. Das heißt, die wird jetzt ein bisschen länger. Können wir nebenbei was trinken? So, was ich dann auf jeden Fall auch nochmal probieren werde, wenn ich es noch schaffe und es zeitlich auch irgendwie reinpasst, natürlich höhere Schwierigkeitsgrade. Ich mache jetzt gerade so den Schwierigkeit, dass wir wenigstens die nächste Map freischalten. Aber ihr seht ja jetzt hier, ich hätte es eigentlich auch ein bisschen eher noch geschafft. Da hätte ich theoretisch auch die letzte Welle am 100. Tag kommen lassen können. Das hätte ich, denke ich mal, auch noch hinbekommen. Aber wie gesagt, das ist immer so eine Sache, wenn auch der Start irgendwie ziemlich schlecht und schleppend verläuft. Und wir hatten ja wirklich Glück mit diesem großen, mit dieser großen Fläche, die wir uns hier angeeignet haben. Dann kann man das auch alles schon so ein bisschen verschlafen quasi. Und man ist überhaupt noch nicht fertig, während die letzte Welle schon anrückt. Und das dann immer so ein bisschen meh. Aber dafür wird es halt auch, wie gesagt, schwerer, ne? Und man kriegt mehr Points. So, ich hoffe mal, die kommt jetzt bald. War die erst echt am 110. Tag? Ich glaube ja. Vielleicht sogar noch später. Es kommt jetzt auch bald, glaube ich, ein neues Update für das Spiel hier, wo es denn Züge gibt. Also wie so eine Bahnstrecke, die quer durch die Map folgt quasi. Und dann spawnen in irgendwelchen Abständen immer so Züge, die euch quasi auch helfen können. Und die überrollen halt auch die Zombies und ich glaube, die lassen auch so ein bisschen Loot fallen. Also man muss die aber auch, glaube ich, beschützen. Irgendwie so haben sie es angedeutet. Keine Ahnung, wie das dann wirklich läuft, abläuft. Müssen wir mal gucken. Aber ich weiß nicht, wann es halt rauskommt. Da müssen wir mal ein bisschen abwarten. Auch der Singleplayer. Ich weiß auch nicht, ob der dieses Jahr noch kommt oder wirklich erst nächstes. Mal gucken. Ja, mal gucken. Wie gesagt, die nächste Map, die wird richtig interessant. Wenn die so unfruchtbaren Boden hat. Muss ich mal gucken, wie die generell aufgebaut ist. Bin ich mal gespannt. Aber erstmal müssen wir das jetzt hier schaffen, bevor wir uns hier schon mit der nächsten Map beschäftigen. So, wir könnten theoretisch noch... Oh, guck mal hier, die sind auch gleich Veteranen. Vielleicht, wenn man sie baut. Ich mache jetzt einfach mal hier noch welche hin. Weil mir das hier wirklich zu nah am Hauptgebäude ist. Wenn die hier durchbrechen, dann sind wir am Arsch. Aber richtig. So, hier mache ich mir gar keine Platte. Hier ist auch etwas. Aber dafür haben wir hier noch die... Ich weiß gar nicht, haben wir hier Thanatos-Leute überhaupt? Ja. Ja. Leider nur einen. Hier haben wir gar keinen Thanatos. Wo haben wir die alle? Da sind zwei. Mal wenigstens einen hier irgendwo noch hinmacht. Hier sind auch zwei. Ja,
My machine is ready. So. Jetzt kann es aber langsam mal losgehen. Kommt schon. Wo bleiben hier eure Billionen? Woanders hinsetzen hier. So, Mikro richten. Perfekt. Ah, das ist echt ärgerlich. Mehr können wir nicht machen. Hätte ich echt noch viel mehr Zeit gehabt, ey. Hätte ich theoretisch auch noch ein bisschen nach hier vorbauen können. Vielleicht hier noch eine Wall machen können und hier. Oder ich hätte mich nach hier unten noch weiter hingebaut und hätte hier noch eingebaut. Also ist alles möglich. Hätte man alles noch machen können. Nur zu nah am Ende von der Map dürfte halt nicht bauen, weil hier hätte ich keine Mauer bauen können. Hier wäre, glaube ich, auch schon zu knapp gewesen. Aber ihr seht es ja hier, ich kann... Oh ja, endlich. Ich kann nur bis hier bauen, quasi. Wenn die aber von hier kommen, habe ich echt ein Problem. Infizierte kommen aus allen Richtungen. Es sind Billionen. Da bin ich mal gespannt. Noch 20 Stunden. Werden noch fertig, jawohl, perfekt. Na, mehr wird nix. Noch ein bisschen was versucht zu verbessern. Dass ich hier nochmal ein paar machen sollen. So, aber das hier gefällt mir schon gut. Ich bin mal gespannt. Gleich geht's los. Nicht wundern, wenn es wieder anfängt, so ein bisschen zu ruckeln. Ich glaube, das haben die immer noch nicht ganz so hinbekommen, wie sie es eigentlich mal vorhatten. Oh, jetzt geht's los. Das ist echt hier oben nur ein Chokepoint, wo die durchkommen können. Holy shit. Eieiei, guckt euch die Kacke an, ja. Und schon geht's los mit dem Ruckeln. Das haben die immer noch nicht so ganz in den Griff bekommen, muss man sagen. Ja, wie gesagt, er wird hier nicht lange überleben. Schön, dass du speicherst noch. Ich hoffe, du speicherst. Eieiei. So, vielleicht können wir hier noch irgendwas ein bisschen reparieren. So, wie sieht's hier aus? Eieiei, hier der Chokepoint hier, holy shit. Ja, guckt, wie das hier verlangsamt quasi. Also diese Spikes, Stacheln und alles, die sind richtig gut geworden. So, hier sind wir eigentlich schon fast durch, muss ich sagen. Bis jetzt sind sie noch nicht mal zu den Mauern gekommen. Ups. Und jemand ist gestorben. So, jetzt kommen die hier langsam an. So, hier oben sind wir durch. Good morning,
was richtig gut ist. Und dann können wir... Ich glaube, ich gehe mal lieber hier runter. Nein, alles gut. So, die kommen auch nicht mal an die Mauer ran. Das ist richtig gut. Die haben hier unseren Shock Tower kaputt gemacht. Das sind immer diese Spucker hier. Die können immer von ziemlich weit schießen. So, die kommen auch nicht ran. Alles gut. Eieiei, da hat sie jemanden erwischt. Aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Leute. Jolly good. So, unten haben wir es. Oben haben wir es geschafft. So rum. Oh, wir sind sogar durch die Mauer noch gekommen. Holy shit. So, das ist einfach nur eine ähnlich lange Welle, das ist egal. Hier haben wir die Leute runtergeschickt. Ah, da diese Spuckviecher hier. Seht ihr das? Die können hier von der Entfernung, auch die Wände auch. What can I do? So, ich glaube, wir haben's. Kommen wir hier irgendwie durch? Ich glaube, hier sind noch Leute. So, und dann müsste es eigentlich gewesen sein. Und damit haben wir die Map ebenfalls geschafft. Juhu! Nice. Finale Punktzahl 14.430. 10 Soldaten sind gestorben. Infizierte Kolonisten haben wir so auch gehabt. Maximale Bevölkerung. Nice. So, jetzt nur noch mal gucken kurz, was wir für die nächste Map quasi brauchen. Also ich habe eine Errungenschaft bekommen. Infected Killer, Level 3. So, let's go. So, jetzt die friedlichen Tiefebenen, jetzt die gefrorenen Hochgebirge. In den gefrorenen Hochgebirgen ragen riesige Bergzüge in den Himmel. Zwischen den Bergen bilden sich riesige gefrorene Täler und Seen. Die Kälte kann dein größter Feind sein. Gebäude benötigen mehr Energie, um diese zu beheizen. Und Einheiten bewegen sich langsamer. Die gute Nachricht, es gibt weniger Infizierte in der Kälte. Okay. Für die nächste Map brauchen wir... 100. Das heißt, das hier klappt nicht. Entweder wir machen mehr Infizierte oder 100 Tage. Ich glaube, ich würde es so machen. Das denke ich am besten. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Yay! Das heißt, die nächste Folgen werden dann auf jeden Fall die gefrorenen Hochgebirge. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, man kann es auf jeden Fall besser spielen. Ich bin hier nicht der Oberpro. Und es gibt auch bestimmt Einheiten, die viel stärker gewesen wären. Und man baut vielleicht nur Sniper statt Soldaten, je nachdem. Aber es klappt auch so. Ist, wie gesagt, von der Schwierigkeit her noch okay. Wie gesagt, das Krasseste, was man halt machen kann, wäre zum Beispiel sowas hier. Multiplikator plus 500%. Wenn man das schafft, dann ist man, denke ich, der absolute Oberpro. Aber wir machen es erstmal auf der Ebene, auf dem Multiplikator. Es wird ja auch so immer schwerer. Und dadurch, dass die jetzt auch mehr Energie brauchen und sich langsamer bewegen, die Leute, huiuiui, bin ich mal gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zugucken und hoffe, ihr seid in der nächsten Runde auch wieder mit bei. Und ich sage erstmal Tschüss, bis dahin, bye bye.